Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier aus München, Allianz Arena. Wir sehen München und das Südderby, nämlich München gegen Stuttgart. Stuttgart schlechteste Offensive bisher, 14 Tore nach dem letzten Spieltag. Man muss es ja ein bisschen hochrechnen immer. Wir haben ja 3:2 verloren zu Hause gegen Mainz und jetzt müssen sie zu den Bayern. Soll ja nicht einfacher werden für so eine gebeutelte Mannschaft. Aber ob sie heute vielleicht eine Überraschung schaffen gegen diese Mannschaft, das weiß man nicht. Bayern tritt auf jeden Fall mit Neuer an. Alaba, Boateng, Süle und Kimmich in der Abwehr. Thiago, Goretzka. Goretzka letztes Mal ein Doppelpack. Ist auch mit dabei. Gnabry, Müller und Coman. Außerdem ist Lewandowski auch noch mit dabei. Und das ist also die erste Elf des FC Bayern München. Auf der anderen Seite spielt Zieler im Tor. Davor eine Viererabwehrkette mit Izua, Kempf, Baumgartl, Askacipa und Gettner. Im zentralen Mittelfeld González, Sidavi und Donis. Im offensiven Mittelfeld Gomez außerdem noch im Sturm. Und Rechtsverteidiger ist Andreas Beck. So, da haben wir auch schon beiden Mannschaften also durch. Und da können wir direkt zum Anpfiff gehen. Die Bayern werden anstoßen in Form von Lewandowski. Das sehen wir hier auch schon. Er steht schon bereit. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß hier bei The Preview. Lasst die Spiele beginnen. Das Derby, das Südderby. Und die Bayern haben also schon angestoßen. Die Partie läuft. Und sie sind hier ganz klarer Favorit. Aber das war erstmal ein Ballverlust. Und wir springen in die 6. Minute. Und dann müssen die Stuttgarter schon mal aufpassen. Da ist aber González und der verliert den Ball. Da ist Müller. Komm on. Nee. Oh ja. Komm on hier fast mit dem 1:0. Aber Zieler ist da. Oder ist es Gnabry? Gnabry ist es. Gnabry hier fast mit dem 1:0. Also. Aber der Stuttgarter Torwart hat was dagegen. 17. Minute und wir sehen die Bayern schon wieder angreifen über Coman. Da ist Lewandowski. Der zurück auf Coman. Der flankt. Und da ist fast ein Eigentor. Baumgartlinger. Köpf Zieler. Nur Zieler hält spektakulär diesen Ball. Das sieht man auch nicht oft. Gnabry auf der anderen Seite. 27. Minute. Flankt rein. Da ist Müller. Nein, kommt nicht dran. Thiago. Coman. Zieler wieder da. Also dank Zieler führt hier Bayern noch nicht, kann man so sagen. Stuttgarts bester Spieler auf dem Platz ist der Torwart. Das sagt ja auch einiges. Jetzt haben wir hier nochmal eine Statistik. Am Ziel vorbei, Lewandowski ist noch nicht so wirklich drin in der Partie. Es wird ihnen aber auch schwer gemacht durch die Innenverteidigung von Stuttgart. Das ist Lewandowski, das ist Müller, das Gnabry, Gnabry frei vor Zieler gleich. Jetzt ist es soweit, erst im 16er. Was macht er? Er schießt. Er trifft nicht. 39. Minute. Was für eine Riesenchance für den Bayern-Angreifer. Den muss er doch machen. Aber er schießt am Tor vorbei. Und wir springen in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Es sind nur ein paar Sekunden hier zu spielen. Und Stuttgart hält tapfer durch. Das ist Alaba. Was macht der Alaba? Auf Gnabry. Aber der verspielt den Ball und es geht zur Halbzeit. 0:0, erstes Ziel erreicht der Stuttgarter. Und zwar mit einem Unentschieden hier in die Halbzeitpause zu gehen. Und auch kein Tor kassiert. Somit hier 0:0, also. Aber wie gesagt, für Stuttgart erste Etappe erreicht. Selbst haben sie nichts hingekriegt. Das sieht man jetzt auch gleich in den Statistiken. Hier sieht man es. Also, ganz klare Dominanz der Bayern. Sie müssten schon längst führen. Allein schon der 62% Ballbesitz. Es sollte aber nicht sein. Und in der zweiten Halbzeit wird sich da vielleicht noch was ändern. Wir wissen es nicht. Stuttgart greift erstmal jetzt. Oder sie versuchen es erstmal anzugreifen. Da ist Beck. Da ist die Davi Donis. Wieder Beck. Der könnte es schnell spielen auf Gomez. Macht er auch. Aber der macht einen Fehlpass. Und wir springen in die 57. Minute, die Bayern mal wieder. Da ist Gnabry. Beck holt sich den Ball gut. Beck gegen Gnabry sieht nicht so schlecht aus.
Aber jetzt ist da. Jetzt ist da! Coman, fast das 1:0. Aber wieder eine Chance übers Tor. Der Ball soll nicht reingehen, wie es aussieht. Ganz knapp, wobei Zieler wäre da gewesen. Und somit bleibt es hier beim 0:0. Ribéry kommt für Gnabry, glaube ich. Und die Bayern greifen an mit Thiago, Goretzka, Lewandowski. 65. Minute, 1:0 für die Bayern. Hochverdiente Führung und jetzt darf er auch endlich jubeln. Ist nicht so sein Spiel bisher, aber jetzt hat er trotzdem getroffen. 1:0. Schön in den Winkel gezirkelt. Das können wir ja auch gleich nochmal sehen, glaube ich. In der zweiten Wiederholung. Hoffentlich. Da sehen wir es, ja. Da sehen wir die Drehung. Der Ball dreht sich perfekt da links oben rein. Zieler war ja schon gut geschwungen, aber der war zu gut geschossen. Somit geht der Ball rein. Und die Führung für den Rekordmeister. Erst nächster Wechsel. Martinez für Goretzka. Und Gentner, nee, Gonzales runter. Dafür kommt Eric Tommy bei den Stuttgartern. Sie müssen jetzt offensiver spielen. Machen sie auch. Robben für Gnabry, für Coman noch auf den Platz. Ist auch wieder fit geworden, wie es aussieht. In der 76. Minute und es gibt noch eine Ecke für die Bayern. Mit Kimmich. Kimmich bringt sie rein. Da ist was, das 2:0 durch Lewandowski. Ganz knapp am Pfosten vorbei. Nach einer Ecke von Kimmich köpft er perfekt, aber der Ball sollte nicht reingehen. Und somit Platz hier beim 1:0. Aber es macht nichts, denn die Bayern greifen schon wieder an. 80. Minute, Müller. Da ist Martinez. Alaba. Aber das ist erstmal ein Fehlpass. Oh, Lewandowski, Müller. Müller, 2:0. Jetzt ist die Tüte hier gegessen. Bis in die Partie ist damit zu Ende. Stuttgart schafft es nicht mehr. Müller macht es traumhaft. Zirkelt den Ball um Zieler rum. Und macht hier somit das 2:0. Lässt sich feiern. Hier sehen wir es nochmal. Riesenbock in der Innenverteidigung. Und zwar jetzt. Müller bekommt ihn von Lewandowski aufgelegt. Und der zieht also direkt ab hier. Da sehen wir es. Und um Zieler rum. Aus dieser Entfernung kein Vorwurf an Zieler. Und Müller darf mal wieder jubeln. Kommt langsam wieder in Form, der Bayern-Spieler. Bei einer Hinrunde ja echt, oder in der letzten Saison, auch die Negativseite der Bayern 11. Aber okay. Wir sind jetzt in der letzten Spielzüge hier. Boah, das hat aber auch... Wer war denn das? Lewandowski, glaube ich, ne? Hat es auch super gemacht. Mit der Hacke vorgelegt und dann geschossen. Aber das sind halt solche Schmankerl, die man nicht so oft sieht. Macht auch nichts den Bayern, denn sie haben gewonnen. 2:0. Also hier der Endstand im Südgipfel gegen Stuttgart. Lewandowski und Müller machen die Tore. Wobei für mich ist Lewandowski hier ganz klar Spieler des Spiels, denn er hat das Tor gemacht und das Tor aufgelegt von Müller. Und da ist er auch fair genug. Die Bayern-Spieler sind fair genug. Sie muntern die Stuttgarter Spieler trotzdem noch auf. Und dann sehen wir hier nochmal die Torschützen. In der 65. ging es los, in der 81. dann die Entscheidung. Aber Stuttgart hat ja nicht schlecht gespielt. Sie haben vor allem sicher gestanden in der ersten Halbzeit. Hat aber nicht gereicht. Und somit sehen wir in den Statistiken 10:1 Schüsse aufs Tor direkt. Mehr Ballbesitz, also hochverdient diese Führung. Ja, und das war also die Preview hier. Bayern gegen Stuttgart. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Däumchen lassen. Natürlich auch noch einen Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei den nächsten Preview wieder. Bis dann sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.